Diese Kugeln reagieren auf die Kraft des Ziels. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Skylanders Superchargers. Beim letzten Mal haben wir angefangen, uns durch die hier so alte Ruinen zu arbeiten und wollen jetzt herausfinden, was sich hinter dieser Tür befindet, hinter dieser großen Tür. Na komm, wir müssen ja hier magnetisch arbeiten. Ich nehme mehr Anlauf. Ich nehme mehr Anlauf. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Nein, es reicht nicht. Na gut, okay. Ich nehme ja schon den Magneten. Hätte ja klappen können. Es reicht immer noch nicht. Och, Menno. Man kann auch gar nicht abkürzen hier. Man kann ja gar nicht abkürzen. So. Magnet an, Magnet aus. Hallo, schönen guten Tag. Mach mal einer bitte Licht an. Yay, so. Das sieht nice aus. Musik ist auch gerade ziemlich gut. Ja. So ein bisschen Atlantis-Feeling hier unten. Hi. Einst füllten die Wachgeister diesen Ort mit Licht und Musik. Aber das ist lange her. Ich bin der Letzte meiner Art. Wo sind denn die anderen alle hin, Junge? Gabe der Alten, die fundamentale Kraft der Abstoßung. Mit dieser Magie kannst du Dinge von dir wegschieben. Das ist gut. Warum eigentlich nicht? Ziehen wir Sachen an, schieben wir Sachen weg. Du beherrschst jetzt die Magie des Schiebens und Ziehens, Skylander. Dadurch stehst du im metaphorischen Gleichgewicht. Das ist schön. Kann ich das jetzt wechseln, hin und her umschalten oder wie läuft das jetzt? Finstere Kreaturen wollen dich aufhalten, Skylander. Machen wir das doch einfach mal so. Wenn wir sie wegschieben, kann ja nichts großartig passieren. Das hat auch ziemliche Vorteile. So. Müssen wir hier Kugeln verschieben oder noch nicht? Ich schaue mich erstmal hier um. Schalten wir das einfach mal um. Und das war genau die richtige Idee. Na, dann kommt mal alle hierher. So. Blau ist die arkane Farbe des Ziels. Zack, und schon haben wir einen Hut, den wir nicht aufsetzen werden. Und oben ist schon die nächste Truhe. Ach so. Das war gerade ziemlich knapp. Ey, und das auch. Komme ich da wieder hoch? Hier ist eine Treppe. Nehmen wir die Treppe, bis wir was anderes finden. Ziehen ist gut. Zack. Stoßen wir die doch einfach mal ab. So, das gesamte Gold eingesackt. So. Alles hierher. Oh, wir dürfen eine Runde motorisiert arbeiten. Da sind Zahnräder, da kommen wir nicht durch. Oder kommen wir da durch? Ah, die, da kommen wir durch, okay. Da müssen wir rein. Aber ich hätte gerne den mit dem Blitz. Das ist ein blitzendes Erlebnis hier. Zack. Achso, das sind zusätzlich auch noch Punkte, die einen wegrammen. Das sollte man beachten und man sollte da nicht einfach runterfahren. Das wäre nämlich genauso schlau. Ist gar nicht mal so einfach, dieses Schloss. Muss ich ja mal sagen. Nein! Ziemlich böse. Kann ich eigentlich auch langsamer fahren? Nein, ich kann also, sobald ich Gas gebe, fährt er Vollgas. Das ist ja richtig, ja. So ein bisschen so lala. Nein! Ah! Ich glaube, ich mache das anders. Aber ah, verdammt, ich muss da oben rein, oder? Obwohl nicht unbedingt. Ha! Den habe ich jetzt. Den habe ich. Den habe ich, den habe ich. Hat das jetzt einen Grund? Obwohl, ich kann ja hier jetzt einfach rein. Das reicht ja. Ich habe ja alle drei. Alle drei Funken und das Schloss beendet. Wozu der oben jetzt war, weiß ich nicht. Aber ist auch nicht so wichtig. Achso, es war ja nicht nur damit abgeschlossen. Das Ganze hat ja einen Sinn gehabt.
Wieder ein Hut. Ein Hut. Nö. 2 von 7. 2 von 7. Blau ist eine passende Farbe, gerade für den Skylander hier. So. Kann ich denn eine Brücke anziehen oder sowas? Oder kann ich da einfach rüberspringen? Ach so. Hi, kann ich bei dir eigentlich irgendwas aufwerten? Kann ich. Mein Herz. Nehmen wir doch einfach mal. Und reicht es für das andere auch noch? 2,8. Nein, es reicht nicht. 3,7 für das Finale, hätte ich beinahe gesagt. So. Abstoßen. Bitte, danke. Ziehen wir es doch mal wieder an. Ein Wunschstein. Gut, dass wir hier rübergegangen sind. So, die Brücke brauchen wir, um hier direkt weiterzukommen. Okay, das Anziehen ist immer so oder so. Geht's hier nur um Geld? Geld, 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 Geld. So läuft die Sache. Bin ich jetzt auf... Nee, ich bin nicht auf dem richtigen Weg oder so. Die machen ja Schaden. Die machen Schaden. Aber ich mache Stiefel auf Stiefel. So, 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 so. So, und weg mit dir. Yeah, mal eben easy 2 Level gemacht. Ich sollte mal umschalten, verdammt. Zu spät, das Gold ist weg. Aber das hier nicht. Eine Truhe gibt's auch noch dazu. Kostenlose Truhengeschenke. 3 Truhen direkt hintereinander. Mann, Mann, Mann. Es gibt hier einen Stein für Himmelssteine Turbo. Persephone. Nö, erstmal nicht. 3 von 7. Hi. Gold nehme ich doch gerne mit, wenn er schon hinter mir hergeflogen kommt. Kann Punk Shock sich da ja erstmal drum kümmern. Nein, das war schon richtig. Krass, wie er das dann automatisch so... Nein! Was für eine Verarsche! Muss ich den auf abstoßen lassen? Die anderen Wachgeister sind vor vielen Jahren dem Immerschlaf verfallen. Ich bin der Letzte. Aber es gibt einen Weg, sie zurückzuholen. Das wäre ja praktisch. Ach, jetzt sag nicht, wir müssen ein Flötenkonzert spielen. Die Glocken von Vergangenheit, oder Glocken. Gegenwart und Zukunft. Sie läuten für jede Sekunde, die in den Skylands vergeht. Wenn du die Glocken mit deinem Himmelsfahrzeug läuten würdest, würde ihre Musik hier widerhallen und mein Volk wecken. Hilfst du ihnen, Skylander? Ah, das können wir selbstverständlich tun. Wir haben das Fahrzeug, wir haben die Möglichkeiten. Wir könnten auch noch einen Supercharger fürs Luftelement nehmen, aber muss nicht unbedingt sein. Sie ist ja gerade da. Dann starten wir doch mal. Da habe ich jetzt gerade nicht mit gerechnet. So, gehe ich mal wieder auf Anziehung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die alle habe. Fahrzeuge des Lichtelements sind in dieser Zone stärker. Sollte aufpassen, ich glaube, ich darf nicht zu schnell sein, habe ich so das Gefühl.
damit ich die Glocken so gut wie es geht treffe und finde. Ich weiß nicht, ob das Ganze unendlich lang ist. Entweder so lang, bis man selber draufgegangen ist oder man genügend Glocken geläutet hat. Ich weiß es nicht. Hallo, Steuerung. Ich beschleunige nicht mal. Er beschleunigt von alleine. Würde er das bitte mal lassen? So, ach, das Zahnrad ist plötzlich ins Wasser gebackt. Sehr schön. So stellt man sich das doch vor. Für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Was muss das für eine Mühe sein, so viele Glocken hier aufzubauen? Vor allen Dingen, man müsste für die gesamte Zukunft genügend Glocken aufgebaut haben. Was schon ziemlich krass wäre. Woher will man denn wissen, dass die Zukunft, wenn die Zukunft dann nämlich ja unendlich weitergehen würde, müsste es hier auch unendlich Glocken geben. Ziemlich crazy-mäßige Vorstellung. So, wo haben wir denn hier noch Glocken? Da sind Glocken, da waren Glocken, hier sind auch Glocken. Wo soll ich denn durch? So, wir haben über die Hälfte auf alle Fälle. Wie gesagt, fragt sich nur, ob das hier so eine Art unendlicher Kurs ist. Es könnte ein Rundkurs sein, damit wäre es ja theoretisch immer unendlich. Was es auch ist, wie es aussieht, weil das kommt mir hier etwas bekannt vor. So teilweise irgendwie gerade. Ja. Jetzt kommen da auch noch andere Fahrzeuge mit dazu. Will der mich verarschen? Finstere Kreaturen wollen dich aufhalten, Skylander. Nein, sie haben einen Treffer gelandet. Könnte ich bitte mal wieder irgendwelche Glocken sehen, die ich läuten kann? Das wäre sehr, sehr von Vorteil. Vor allem, ich kann jetzt, wenn der beschleunigt, auch nicht so wirklich ausweichen dem Ganzen. Weil es wird immer mehr. Ich muss die ja schon abschießen. Hallo, wie gesagt, wie wär's denn mal mit weiteren Glocken? Ich habe nämlich keine Rüstung mehr, es wäre gut, dankeschön. Ach, Menometer. So viel gibt's aber nicht, das heißt, ich gehe in wenigen Sekunden darauf. Und es gibt auch keine Glocken hier, verdammt. Könnten die mal irgendwelche Glocken hier hinstellen? Irgendwelche? Hier nehmen wir mal ein Pet. Also, nicht Pet, aber Breeze, Mini. Das sieht so klein aus. Am Steuer auch voll lustig. So, wie sieht's aus hier? Wäre mal ganz gut. Na bitte, endlich wieder Glocken. Das können wir schaffen. Wenn Breeze das aushält. Nein, Breeze hängt fest. Wie soll der Kleine das durchstehen, wenn wir die Glocken nicht treffen? Und da haben wir die Glocken getroffen. Und damit das Level beendet. So, wake up, wake up. Und zwar alle. Wacht alle aus eurem Schlaf wieder auf, denn ist euer Kollege nicht mehr so alleine. Wäre ja sehr von Vorteil. So, jetzt haben wir ganz viele Pflanzengeister. Haben wir gerade einen passenden am Steuer gehabt hier. Ein Kind am Steuer, was soll das? Du hast doch gar keinen Führerschein. Du hast mein Volk geweckt. Danke für das, was du getan hast, Skylander. Jetzt sind die Hallen wieder voller Leben. Deine Mission geht weiter. Ich helfe dir, so gut ich kann. Das ist schön. Damit haben wir auch den Himmelsstern abgeschlossen. Genau. Und wir haben einen Portalmeister-Rangaufstieg und sind jetzt auf 30... Oh, Level 30. Läuft doch. Läuft. Wähle eine Kraft. Was nehmen wir heute mal? Oh, jetzt gibt es ja mal richtig was zur Auswahl. Stürmischer Auftritt. Protziger Auftritt.
Machen wir das mal so. Der arme Kleine muss jetzt alles anziehen hier. Ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch. Spielst du mit mir eine Partie Himmelssteine Turbo? Ich hatte keinen Spielpartner mehr seit 10 Jahrtausenden oder so. Ach so, nein, will ich aber jetzt gar nicht. Gut, ich verstehe. Es gibt noch viel zu tun. Danke. Da habe ich jetzt gerade keine Lust zu, mal wieder Himmelssteine zu spielen. Ne. Gehe ich mal lieber weiter. Muss ich euch eigentlich besiegen? Nö, muss ich doch eigentlich gar nicht. Kann mir ja mal einen anderen Spaß machen. Los, Kleiner, besieg sie! Stufenaufstieg! Stufenaufstieg! Au, au, au. Jetzt kriegt der Kleine hier lauter Stufenaufstiege, weil er die ganzen Gegner auf Stufe schwer killt. Kriegt die XP eigentlich? Ne, nur so halbwegs. Ich bin Level 6 auf alle Fälle. Alles für... Nein! Boah! Das war fies. Nein! Ach, ich muss wieder Kugeln ziehen. Kugeln ziehen! Komm, 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 komm! Go, 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 go! So, das ist schon mal gut. Der eine ist da, der andere muss eh noch mitkommen. Komm, 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 komm. Zip. So, nehmen wir den auch gleich noch. So, und dann machen wir doch glatt mal das Tor auf. Wieder Landelementfahrzeug. Okay, ich kann schon mal wechseln. Dieser Weg führt zur Kammer des gefährlichsten Objekts, das die Alten jemals erschufen, der Finsternis-Rissmaschine. Wenn man dieses gefährliche Gerät jemandem anvertrauen kann, dann war gar kein Problem. Ernsthaft, kaum noch Leben, aber wir haben wieder Rüstung. Ich sollte mal umschalten, merke ich gerade. Fahrzeuge des Feuerelements sind in dieser Zone stärker. Voll hängen geblieben. Voll hängen geblieben. Alter, machen die Dinger Damage. So geht's auch. Doch, 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 da oben ist schon richtig. Da muss man ja alle Tasten gleichzeitig im Blick haben und meine Rüstung ist irgendwie down. Natürlich, und jetzt kommt sowas. Okay, ich habe es jetzt schon verstanden. Läute die Glocken, um die Tür zu dieser Kammer zu öffnen. Alles klar. Tue ich doch glatt. So, ich habe ja so einen schönen Kreis schon mal vorgemalt. Ach nö, jetzt ist er doch glatt an einem nicht rangekommen. Na bitte, geht doch. Und da sind wir am Ziel. Und bei Kapitel Nummer 43. Gut, ich würde mal sagen, das war's dann für heute bei Let's Play Skylanders Superchargers. Und wir sehen dann mal bei der nächsten Folge, ob wir dieses Kapitel hier beenden können. Also bis dann. Ciao.